Jo, okay, nice, Leute. Stimmt. Wenn ich ihn noch länger mache, dann guckt irgendwann der letzte Hänger hier aus dem Tunnel raus hinten. Das ist wie bei Snake bei dem Spiel. So, okay, so, jetzt wollte ich, ach ja, genau, ich erinnere mich, ich wollte den Frankfurter Zug jetzt austauschen, verbessern, weil hier über die Lebensmittel warten, nach Berlin transportiert zu werden und von Berlin dann noch weiter, ja, damit sich das überall ausbreitet. So ist denn der gute Zug gerade? Das ist er nicht. Aber guck mal, so langsam wird es wieder vorne hier, mehr Passagiere, das ist gut. Hier ist er. Okay, dann bringen wir noch schnell den Treibstoff nach Hause. Das ist deine letzte Fahrt, mein Lieber. Weil wir die Lok vielleicht sogar behalten können, theoretisch, aber ich hole dann auch gleich eine bessere. Die ein schneller ist und so. Ah. Wenden. Gut. Kommst du denn ins Depotbau? Ja, hier ist eine Weiche. Wenn wir das dann haben, machen wir TGW. Nein. So, jetzt. Tut, tut. Oh, was gibt man denn? Oh, ein neues Schiff. Oh, ein 40-Tonner. Richtig fett, Leute. Den können wir gebrauchen. Den können wir richtig gut gebrauchen. So, den würde ich gerne verticken. So, ich mache mal ein bisschen langsamer gerade. Und zwar 160 irgendwas. 140 würde auch klar gehen. 160 haben wir gar keinen Zug, hä? 200 will ich nicht. Okay, alles klar, nehmen wir die 140er Variante. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ne, nehmen einfach, warte mal, 120. Der würde aber eigentlich auch gehen, na, den hatte ich ja schon die ganze Zeit. Wir nehmen den und den hier. Das ist übelst teuer. Nehmen wir trotzdem. So gut, wir wollen Öl transportieren. Machen wir mal 90 Öl. So. Und Lebensmittel. Da müssen wir jetzt richtig viel machen. 130? Machen wir gleich ein bisschen mehr. So, hätten wir. Bei Waren muss er auch transportieren. Das ist jetzt ziemlich cool, der kann jetzt sehr viel hin und her bringen und so. So, ich weiß nicht, ob da jetzt Kabel sind. Wahrscheinlich muss ich noch Kabel setzen. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, dass wir danach TGW machen. So, warte mal, wie fährst du jetzt? Du fährst hier rüber, ne? Ich bin nicht ganz täusche. Ja. So, okay. Alles klar, wo sind? Warte mal, hab ich den jetzt schon gestartet? So gut, nö, der kann er ruhig erstmal wieder nach Berlin fahren, noch Treibstoff holen. Im Anschluss kann er hier, wie gesagt, die Lebensmittel einpacken. Und wenn man das in Berlin verteilt, und Berlin kann das auch wieder mitnehmen, ne, nach Leipzig dann, sozusagen. Den müssen wir dann als nächstes upgraden. Aber davor müssen wir wahrscheinlich erstmal dafür sorgen, dass der Zug hier größer wird. Also momentan wartet er noch, die Produktion ist jetzt bei 200, aber die wird jetzt sehr schnell nach oben gehen, bin ich mir ziemlich sicher. Wie ist eigentlich das Frankfurt abgedeckt gerade mit Lebensmitteln? 68%. Okay, das liegt aber daran, dass nicht das komplette Gewerbe von dem Bahnhof hier betroffen ist. Hm, das sind dann halt ungefähr 68%. Das ist aber erstmal okay, wir verteilen das erstmal. Was ist denn hier los? Das kann eigentlich nur bedeuten, dass das Gleis vor dem Frankfurter Bahnhof nicht elektrisch ist. Und das kann ich mir jetzt nicht erklären. Jo. Ah, cool. So langsam kann ich hier auch kombinieren und kriegt so raus. Nice. Kann mich langsam in das Spiel reindenken, wie es aussieht. Krass. Das kommt eigentlich immer nur vor, wenn ich viele, viele Stunden investiert habe. Okay, wie sieht's denn aus jetzt hier? Nicht nach oben geht. Ich verstehe es nicht. Details im Lager.
200, die haben genug Teils im Lager. 200. Also hieran liegt's auch nicht, die kriegen auch genügend. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, warum diese Rude, warum das nicht weiter wachsen möchte. Weil die Züge nicht mehr schaffen, oder was? Dann bin ich genug Abnehmer für die Waren. Anders kann ich mir nicht erklären. Ich glaube ja fast nicht eigentlich. Das muss man eigentlich mal beobachten hier. Waren, Treibstoff Leipzig, Waren. Guck mal, der Berliner Zug. Nimmst du alles mit, was es gibt? 44? Nee. Ja, okay, dann können wir noch ein bisschen hochstufen. Also die Züge noch ein bisschen besser machen. Aber dass es daran jetzt liegt, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Wir müssen das mal beobachten, weil vielleicht dauert das jetzt einfach noch ein bisschen. Aber ich hätte gedacht, dass es schneller über 400 geht, jetzt mit der Zugverbindung. Oh! Aber kein Problem, Leute. Können wir sowieso mal alles austauschen jetzt hier. Und zwar, wie alt seid ihr denn? Details, 23 Jahre. Wie alt dürft ihr werden? Wahrscheinlich älter, ne? 35 Jahre. Ja, okay. Ich tausche jetzt trotzdem einfach aus. Aber das mache ich lieber manuell, weil das geht schneller. Das geht deutlich schneller. Als wenn ich das jetzt automatisch mache. Also, Schnupp. Ne, ich mach das nicht manuell. Und das so hier. 25%. Erzeug wählen. So, nehmen wir den hier. Kapazität 20, also 4 mehr. Schafft aber 100 Kilometer pro Stunde. Also ein bisschen besser, ne? Okay. Und jetzt ja. So, jetzt müssten die eigentlich automatisch ausgetauscht werden. Weil die über die 25% schon längst hinaus sind. Genau das gleiche machen wir jetzt überall. Mal sehen, ob ich das halbwegs schnell hinbekomme. Jo. Na guck mal, hier wurde schon erst ausgetauscht. Großartig. So, okay, jetzt haben wir alle. Und es sind auch schon fast alle ausgetauscht jetzt hier. So, die Linie fehlt an sich nur noch. Okay, kann ich jetzt an sich ja schon mal 100% anklicken. Das einzige ist noch hier Erxheim Gewerbe. Noch nicht. Bam. 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 Holzhafen brauchen wir doch gar nicht mehr. Okay, ja, kann ich verkaufen, stimmt. Bam. Bam. So, Erxheim Gewerbe ist immer noch nicht fertig. Wahrscheinlich ist der zu jung, der Gute. Okay, jetzt die Post schicken. So, jetzt kommen auch 100% da. So, weg mit den Fenstern. So gut, zwei Sachen sind jetzt, die ich jetzt noch machen muss. Dann ist alles perfekt und ideal und haut alles hin. Zumindest was die LKWs angeht, auch wenn dann natürlich die Anzahl und so nicht perfekt ist. Einerseits die hier kann ich nach Hause schicken. Holzhafen. So. Und zusätzlich wollte ich hier einkaufen. Sonst kommt sie definitiv nicht hinterher. Machst du überhaupt noch was? Moment. Hier. Mal verkaufen. Und schon wieder im Flugzeug. So, bam, kaufen. Zuweisen. Dann geht's. So. Okay, cool. So, hier Passagiere läuft auch wieder, das ist angenehm. Guck mal hier, Frankfurt immer größer und größer und größer. Aber finde ich ganz gut, weil jetzt siedelt sich übelst das Gewerbe um den Bahnhof ringsrum an. Das heißt, wir werden ja trotzdem immer mehr Nahrung los. So, und theoretisch, guck mal hier, Leute, jetzt haben wir auch schön viele Lebensmittel in Berlin. So, die Frage ist jetzt nur, ich muss trotzdem für die Gewerbeanbindung deutlich mehr LKWs holen. Nur 3 Stück noch. Naja, das sind jetzt Lebensmittel und Waren, die transportieren müssen. So.
Wie sieht's denn aus jetzt hier? Produktion, Emulation. Also muss man jetzt irgendwie nach oben gehen. Und dann. Also zumindest haben die immer genug im Lager. Daran scheitert's nicht. Okay. So, ne? THW, hatte ich gesagt. Also es ist halt auch wirklich eine sehr, sehr komplizierte Linie hier. Ne? Es gibt sehr, sehr viele Zwischenschritte und so. Ich würde jetzt eigentlich denken, dass es jetzt doch langsam gleich mal nach oben geht. Das ist bei 42. Im Lager hast du keine Bretter mehr. Jetzt wird es wieder aufgefüllt. Das geht ja nach oben. Dann müssen wir mal gucken, ob das irgendwann mal flüssig läuft. Wir werden es sehen. So, THW-Linie. Machen wir jetzt, Leute. Den muss ich auf jeden Fall dann upgraden als nächstes. Das wird definitiv der nächste Schritt sein, werde ich mit euch. So, gut, dann fangen wir mal an mit dem Kopfbahnhof. Wow, geil, wie fett sehen die aus. Guckt mal. Ey, das ist ja übelst passend für einen. Was steht da für Personenzüge? Ja. Übelst passend für THW. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Wir wollen hier irgendwie lang. Wo wollen wir denn? Wir wollen da in Berlin auch. Berlin wollen wir auch. Ich mache erstmal die Berliner Strecke hier, den Ansatz. Das ist wichtig. So, THW ist auf jeden Fall mit Oberleitung. So, okay, wir machen das jetzt am blödesten. Moment, Leute, das müssen wir mal ganz kurz, Ich überlege gerade. Ich kann das einfach so durchziehen hier, theoretisch. Muss ich mit Signalen arbeiten. Mal gucken, wir müssen natürlich jetzt schauen, dass wir schön die 300 halten. Vom Bahnhof ist nicht ganz so schlimm, wenn wir... Sieht gut aus. Ich glaube, ich setze dann gleich mal die Signale. So, Moment. Die Brücke machen wir auch noch gleich fertig. Wobei, nö. Wir gucken dann, ob wir es mit dem Bahnhof schön verbunden bekommen, ob es dann gut aussieht. So, nö. Der THW soll eigentlich nicht unbedingt halten müssen. Aber ich würde den ja wenigstens einmal gerne durchfahren lassen. Um zu gucken, wie schnell der wird. Also ich würde einmal ganz kurz den von Jagdsheim direkt nach München durchfahren lassen, also durchrauschen durch den Berliner Bahnhof, um zu gucken, wie schnell er wird. Dementsprechend mache ich mal... Haltet mal ruhig ein bisschen eher an. Das ist sonst unrealistisch, dass die einen Meter vor der Kreuzung anhalten. Eigentlich ist es, glaube ich, noch viel, viel weiter davor, echt, ne? So, und hier brauchen wir das auch. So. Also ich werde dann sehr wahrscheinlich Jagdsheim, Berlin, München, Berlin, Jagdsheim machen. Aber ich würde wenigstens ein oder zweimal komplett durchfahren lassen und so gucken, wie schneller wird. Ihr könnt gerne schon wieder Tipps abgeben, wobei das macht eigentlich erst Sinn, wenn ich die Strecke fertig gebaut habe. Am Ende baue ich die für 80 Kilometer pro Stunde oder so. Weiß es ja nicht. So, okay. Lass mal den Kopfbahnhof bauen. Der so übelst fett aus, ja. Machen wir auf jeden Fall das Maximum, Highspeed. So hier machen? Warte mal, das Gleis geht da lang. Das ist mir zu weit. Das ist eigentlich ganz gut so. Also hier. Ist das noch verbunden? Kein Problem. So, mal normale Straßen. Können wir große Straßen machen. Oder mach ich andere oder nicht? So, ohne Busspur erstmal. Ja, alles okay. Was ist das jetzt für eine Scheiße hier? Gehen wir mal auf kleine Straße. Das geht. Das ist so in Ordnung so. So, okay, Leute. Mal gucken, ob wir das Gleis verbunden bekommen direkt. Und gucken mal, wie es aussieht. Ach du Scheiße. Ne. Das ist ja nicht mal mein Frame. Du Kotz. Wow. Okay, ich hab's getroffen. Yo, Leute. Wie gesagt, das ist eine Speed-Strecke.
ich, ganz gut gefallen. Das ist auch überall. Wartet mal, wir machen mal hier rot. Auch rot. Hier muss er dann langsamer werden, oder? Ist das jetzt verbunden oder nicht? Ist es gar nicht. Ist das... Ach du Scheiße, Moment. Hier mit verbinden. 19,5 Millionen! So, wollen wir es hier höher machen wegen Schiffchen? Das reicht sogar schon. Wow, wie sich alles verändert dadurch. Warte mal, wenn das so ist. So ist es schon ganz schön weit oben. Ne, wisst ihr was, Leute? Ich mach dann lieber die Brücke für sich. Jo, so machen wir das, so gefällt mir das. Es ist eine Highspeed-Strecke. Ich finde das ganz geil, wenn das hier so schön lang über so eine leichte Erhöhung geht. Außerdem kriegen wir dann hier unten noch Gleise durch, was wir später da machen brauchen, wegen Cargo hier. So gut, das akzeptieren wir erstmal. 7 Millionen hat es jetzt noch gekostet. So, und hier die Brücke kann ich, wenn ich wir Schiffe haben möchte, automatisch nach oben setzen. Das ist kein Problem. Ja, das ist gerade so ein kleines bisschen. Ruckel, 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 ruckel. Nice. Okay, und jetzt müssen wir nach Berlin verbinden. Ich schaue mir das gerade noch so ein bisschen an, so. So, mit welchem Gleis haben wir es jetzt eigentlich verbunden, den Spaß? Hiermit. Okay. So, das wird jetzt interessant. Ne, Shift drücken. Das ist gut alles. Kann man nehmen. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Wollen wir so vorbeiziehen? Kann man nicht machen. Okay. So gut, jetzt würde ich erstmal den Bahnhof bauen. Dann gucken wir mal, wie wir da so hinkommen. Jetzt muss ich überlegen. Die Strecke wird dann hier so entlang gehen. Oh, wie geil wäre es, wenn wir hier so eine Brücke drüber hätten, noch machen würden damit. Okay, dann gucke ich mal, wo ich den Bahnhof hinbekomme. So ungefähr wird das aber hinhauen, denke ich. Da kriegen wir 300 km/h hin. Können so hier hinsetzen, ist auch eine Variante. So hier ungefähr. Aber ich hätte ja lieber schon, ich will nicht wieder so große Tunnel haben und so, wisst ihr? Wir machen mal so, wir testen es einfach mal. Anbinden kann ich das dann immer noch. Probieren es mal aus. Nein. Ah, gib mir den Punkt! So, jetzt. Okay, wir gucken mal, wie es aussieht. Hier geht's nach oben. Deswegen kann ich es nicht weiterbauen. Boah, das geht schon ganz schön nach oben. Das sieht auch doof aus. Aber der Rest ist geil, ne? Tunnel, Brücke. Das gefällt mir. Das kriegen wir aber auf jeden Fall noch deutlich schöner hin. Wobei das schon geil ist, ey. Das hat echt was, muss ich zugeben. So, das gefällt mir. Das jetzt warm, mir gefällt das. ...357,49, so und ab hier kann er. Moment. Jetzt. Oh nein, ich habe das weite Gleis weggemacht. Komm schon. Ah! Stell dich jetzt mal nicht so an. Los.
Alter. So, go, 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 go. Wir wollen jetzt hier unsere THW-Strecke bauen. Mit Zeit. So, gut, jetzt Pause. Das können wir ja dann schnell wieder ersetzt. So, gut, nächster Versuch. Also klar, man könnte es auch manuell machen, aber wenn mir das halt so gefällt schon, ist immer noch eine fucking Brückenpfeiler-Kollision irgendwo. Wo denn? Ah, ich verstehe wo. Die Straße, ich mach die einfach komplett weg. Ich mach das aber dann voll schön danach. Keine Sorge, Leute. Die Straße sieht jetzt hier auch noch so toll aus, weil ich daneben Wald gesetzt habe. So, okay, nächster Versuch. Jetzt funktioniert. Ah, das ist so ärgerlich. Ich würde eigentlich viel lieber die Stahl, die Betonbrücke nehmen. Ich meine, die rote sieht auch cool aus, aber ich finde diese breiten Pfeiler viel, viel cooler, muss ich sagen. So gut, machen wir so hier. Wir gucken sie uns nochmal an, ne? Hier geht die Brücke los. Machen wir hier überall noch schön Wald runter dann. Brücke, Brücke, Brücke. Hier wird zum Tunnel. Tunnel, Tunnel, hier geht er wieder raus. Ne, hier geht er erst raus. So, hier sind wir dann da. Okay. Machen wir einfach mal. Wo ist das Häkchen? Hier ist das Häkchen. So, alles klar. Ich finde das falsch, ich feiere das. So, okay. Jetzt müssen wir die Straßen wieder ordentlich machen. So, als allererstes gefällt mir das hier nicht. Hier hätte ich gerne eine Brücke. Muss ich noch ein bisschen gucken. Okay. Jetzt gehen wir hin. Am besten erst die Brücke setzen und dann verbinden. Das nehmen die mir doch bestimmt übel, ne? Ich muss das haben. So, das soll am Ende halt wieder voll natürlich aussehen. Das ist eigentlich gerade noch mein Ziel. Landstraße würde sich ja besser machen. Ach, mit Terraforming und so kriegt man das hin, Leute. Ich meine, hier können wir sogar drüber nachdenken. Wenn die hier weiterbauen wollen, sollen sie weiterbauen. Kein Problem. Mittlere Straße. Jetzt habe ich eine Busleitung, eine Oberleitung gesetzt, oder? Wollte ich nicht. So, nochmal. So. Wollen wir hier auch noch weitermachen? Ja, hier ist eine Landstraße. Mal gucken, wie groß Berlin noch wird, Leute. So, ja, hier, komm, wir machen wenigstens mal, dass die Erde wieder ordentlich ist. Da setze ich hier dann noch Steine und Bäume und so, dann sieht das bestimmt toll aus. So. Hier auch noch. Okay, das ist schon mal ganz gut. Okay, hier vorne müssen wir noch verbinden. Ah nice, so kann man das ja unter die Brücke wieder durchführen. Das ist ja richtig fett. Es ist so krass, ne? Wenn ich so an City Skylines und so denke, da fand ich ja Straßenbauen immer so lala spaßig. Hier macht mir das irgendwie mehr Spaß. Weil bei Skylines ist es auch cool, aber hier ist es irgendwie nochmal. Es ist halt eine Nummer komplexer und cooler, was man machen kann. So. Ist auch mehr Augenmerk drauf. So, okay, mittlere Landstraße. Okay, am besten ich mache es wieder, die Unterführung.
verbinde dann. Und zwar hätte ich, dass das jetzt so ganz knapp vorbeigeht, wisst ihr? Das wäre es schon beinahe gewesen. Komm schon. Ihr wisst, wie ich es will, ne? Shift. So, hier will ich es. Das gefällt mir. Yo! Das ist nice.